Das war bei der letzten Aufnahmesession noch. Da sind wir ja das erste Mal hierher gekommen in das Gebiet. Haben Brage gefunden und waren dann wieder in Nashkel. Ganz am Schluss. Kann gut sein, dass sich ein paar Gnolle, nachdem ich ihren Häuptling da getötet habe, zerstreut haben und sich hier eingenistet haben in dem Gebiet. Oh, Schwarzbären. Zwei Schwarzbären. Gut, die sind weg, wollte ich sagen. Drei Schwarzbären. Imuen. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Ja, gut. Wow. Das war knapp. Du bist ja ein komischer Kauz. Du kannst wieder aus den Schatten raus. Beinahe unter meiner Würde. Ich möchte nämlich nicht unbedingt die Schwarzbären provozieren, wenn es nicht sein muss. Da laufe ich lieber außen rum. Und decke das Gebiet weiter auf. So weiter auf, genau. Das heißt, eigentlich gibt es nur zwei Küsten, richtige Küstengebiete hier. Hm. Was steht hier? Nahegelegenes Minengelände. Damit ist wahrscheinlich hier die Ruine gemeint. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt hier hoch. Und dann zu guter Letzt die Ecke aufdecken und dann sind wir... Halt die Klappe. Du auf Baruks Land. Baruk sagt weggehen, also geh. Wir sind nur auf der Durchreise und werden euch nicht länger belästigen. Wir geben euch unser Wort darauf. Naja, der ist nur stinkig, dass wir auf seinem Land sind. Der will uns nicht gleich ans Eisen. Okay, das ist Baruk egal. Töten. Oh. Kobold-Kommando. Au, heftiges Kobold-Kommando. Immerhin weiß schon gar nicht, wo sie hinrennen soll. Noch mehr Kampfhunde. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, Jira, du heilst mal Immerhin. Und du plünderst den hier. Er hat ein paar Pfeile und den Silberring dabei, sehr schön. Kann ich euch behilflich sein? Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Du heißt weiter Imuen. Wenn niemand besser geeignet ist. Ja. So, die Pfeile gehen an Imuen. Die hätte eh mal nachgefüllt gebraucht. So, die füllen wir gleich so nach. Das kann zu Kali zum Verkauf. Ihr habt wie befohlen. Und du, Düner, hier schaust dir die Leichen an. Ihr habt eine Aufgabe? Ah, noch ein Wildhund. Was immer ihr braucht. So gut ihr kann. Meine Kleine, so, ihr tötet die Wildhunde. Ich bin jetzt schon erledigt. Und du sammelst hier die Feuerpfeile des Kobold-Kommandos auf. Ist nie verkehrt, ein paar kostenlose Feuerpfeile zu haben. Auch wenn es nur zwei pro Kommando sind, das sind wenigstens 10 Stück bei den 5. Die kannst du allerdings nicht identifizieren und wir haben auch keinen Zauber dafür. Achso, damit haben wir Brages Schwert ja identifiziert. Wir haben ja nicht gerastet seitdem. So, schauen wir uns hier weiter unten fertig um. Ich wollte ja erst darüber gehen, aber dann hat mich ja dieser... Hobgoblin abgelenkt damit, dass wir über sein Grundstück getrampelt sind. Wobei ich hier nirgendwo irgendwas sehe, was ansatzweise aussieht wie ein Grundstück. So. Damit haben wir das auch schon mal erledigt. Das Gebiet.
Und können jetzt hier weiterziehen. Gut. Neues Gebiet, Quick Save. Gut. Und am besten schlafen wir eine Runde. Ja, die Sonne geht langsam auf. Immerhin ist fast wieder geheilt. Du kannst die identifizieren. Sehr schön. 10 neue Pfeile. Ups. Mal an Talisa, dass sie die verwahrt, für den Fall, dass Imoen sie braucht. Okay. Was? Beinahe unter meiner Würde. Dann gucken wir jetzt erstmal in Richtung Küste. Hey, da steht schon mal eine Frau mitten in der Pampa. Nebenbei haben wir neue Tagebucheinträge. Nein, wir sind immer noch bei Brage. Hallo, mein Freund. Hallo. Bitte helft mir, ich kenne sonst niemanden, der es könnte. Mein kleiner Junge spielte in dem verlassenen Leuchtturm nordwestlich von hier und wurde von einer Meute Vorks eingetreist. Bitte vertreibt sie, damit ich ihn herunterlocken kann. Wir haben nicht viel Zeit. Tagebucheintrag. Ich kann nicht viel schreiben, da ich mich mit einer Notlage konfrontiert bin. Ein verlassener Leuchtturm im Westen wurde von Vorks umzingelt und der Sohn der armen Adruin, oder wie man sie auch immer ausspricht, sitzt darin fest. Möge Tymora die Bauern dieses Landes segnen, sie haben wirklich kein einfaches Leben. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Küste rüber. Gehen Westen. An die Schwertküste. Ich sag dann die Schwertküste. Ah, ich höre schon mal rauschen. Jo, das hier scheinen die Mauern des Leuchtturms zu sein. Gewährst einmal. Ja, hier ist die Küste. Gewährst einmal hinten rum entlang. Das ist der Leuchtturm. Warum auch immer der verlassen ist. Normalerweise wird hier noch Schifffahrt betrieben, also wäre der Leuchtturm eigentlich vonnöten. So. Alle mal bitte sammeln. Okay. Und hier rum. So, hier ist nämlich der Eingang zum Leuchtturm, auch wenn der auch ein bisschen kaputt schon aussieht. Hallo, Vork. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Nur 2 Worge? Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Beispiel. Und kloppen nicht mal alle richtig drauf, weil Minsk sich verkeilt hat. Ah, da ist noch einer. So, können wir uns den Leuchtturm noch mal genau ansehen. Gucken, ob sich hier noch irgendwo ein Wort versteckt. Sieht nicht so aus. Sieht verlassen aus. Ihr werft einen Blick hinein und seht lediglich modrige Balken und Schutt. Dasselbe hier, dasselbe hier. Ja, und überall liegen Felsen vor den Türen. Hatte der Junge wirklich Glück, dass er sich da verbarrikadieren konnte. So, wir schauen hier unten uns das Fitzelchen an. Und suchen dann die Mutter wieder auf. Und sagen ihr, dass ihr Sohn sicher ist. Ach, da ist sie ja auch gleich schon. Hallo, mein Freund. Ich bin euch so dankbar. Ihr habt ihn wahrscheinlich genauso verängstigt wie die Vorks. Wenn ihr weg seid, werde ich ihn herunterlocken. Hier, das ist das ganze Gold, das mein Mann diese Woche vom Markt gebracht hat. Aber nehmt es ruhig. Das Leben meines Sohnes ist viel mehr wert. Gorion wäre auf eure Taten stolz. 60 Gold? Ganz ehrlich, das hätte sie auch behalten können. Für ihre Familie. Die 500 Verfahrungen sind besser gewesen.
Und der Ruf der Gruppe, auch wenn wir schon den höchsten Ruf haben. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Genau. Ich schäme mich fast, das Geld anzunehmen. Aber Adruine hat ihre letzten... Hat mir ihre letzten 60 Goldmünzen anvertraut. Ja, wie ich selber sagte, ich hätte ihr das Geld gelassen. Wenigstens ist sie so in Sicherheit, obwohl ihn die Albträume in den nächsten Jahren davon abhalten werden, noch einmal diesen alten verlassenen Leuchtturm zu gehen. Leider, denn so vergeht kindliche Unschuld dahingerafft von den Mächten der Finsternis. Naja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Worge jetzt Mächte der Finsternis sind. Gut, es sind wilde Tiere und werden gerne von... wo ist der Rest der Gruppe? Und werden gerne von Goblins als Reittiere missbraucht. Aber trotzdem sind es eigentlich... Sind die sie Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ja, Dünna hier. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Meine Klinge wird euch aber eigentlich stutzen. Sind sie auch nicht viel schlimmer als normale Wölfe. Neue Schreckenswölfe mit einem Haufen Erfahrungspunkten. Das finde ich sehr schön. Nebenbei, wie sieht es eigentlich mit den Levels aus? Sie braucht noch ein Stück. Ja, sehr viel eigentlich sogar. Sie hatte ja vor kurzem erst die Level ab, genauso wie Khalid. Minsk hat bald nur noch 1000 Lebenserfahrungspunkte. Yahira ist... Naja, beim Druiden ist sie ziemlich nah, aber beim Kämpfer ist sie noch ein ganzes Stück weit weg. Imoen ist kurz davor... Was heißt kurz davor? Noch knapp 3000. Und Dina hier noch knapp 4000. Das kann also noch eine Weile dauern. So, hier ist der Strand. Mit Strand habe ich schlechte Erinnerungen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Genau diese Art von Erinnerungen. Was immer ihr braucht. Ich glaube, Dünna hier probiert mal ihr neues Spielzeug aus. Au! Das ist eine Feuerballhalskette von wegen... Von wegen Dings Geschossheitskette. Oh, schlag die blöde Sirene tot. Ja? Ich kann nämlich bezaubern. Das ist eine Feuerballhalskette. Da steht aber nichts davor, da steht Geschossheitskette. Also ja, da steht das verlorene Geschenk, bla bla bla. Reichweite 15 Meter. Ach, Wirkungsbereich 9 Meter. Okay, das könnte es erklären, warum das Ding so heftig ist. Dann müssen wir vorsichtiger sein, wie wir es benutzen. Es nichts leichter als das. Oh, und da oben ist ein Hobgoblin. Der uns Böses will. Leichter als das. Ja, das hier ist gar definitiv das Sirenengebiet. Also müssen wir hier vorsichtig sein. Ich habe ja schon mal erklärt, Sirenen sind die richtig bösen Viecher. Gut, eine einzelne Sirene ist harmlos, aber mehrere doch eher nicht. So, sacken wir mal alles von denen ein. Gehen dann hier oben weiter. Na kommt schon, hört auf euch zu verkeilen. Ihr tut schon wieder. Genau da ist der Durchgang, also geht da bitte einer nach dem anderen durch. Jetzt leckt das hier gerade ein bisschen. Hier beinahe unter meiner Würde. So, du gehst kurz hier unten am Strand entlang, um den Rest hier aufzudecken. Das dürfte ja okay sein. Ja, okay, den kleinen Zipfel, da können wir nicht aufdecken, leider.
Ah doch, jetzt haben wir ihn aufgedeckt. Gut, die Sandbank, da können wir nicht betreten. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Und dann müssen wir hier an der Küste weiter gucken. Und wahrscheinlich noch mehr Sirenen begegnen. Das könnte echt lustig werden. Hier ist noch ein Strand. Okay. Ja, ich habe böse Erinnerungen hieran.